Religionsfreiheit ist kein Recht der Religion, sondern ein Freiheitsrecht von Menschen, sagt Professor Dr. Dr. Bielefeld. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Uni Erlangen-Nürnberg. Heiner Bielefeld hat in Philosophie promoviert und habilitiert, das betone ich, weil sein Erstabschluss in katholischer Theologie erworben hat. Ist ja nicht ganz unwichtig in diesen Debatten. Von 2003 bis 2009 leitete er das Deutsche Institut für Menschenrechte. Seit 2009 hat er den genannten neu eingerichteten interdisziplinären Lehrstuhl an der Uni Erlangen-Nürnberg inne. Seit 2010 ist er außerdem zusätzlich, nämlich ehrenamtlich, UN-Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschauungsfreiheit. In dieser Funktion ist er ständig unterwegs und ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bedanken. Ich weiß nämlich, dass er eine längere Reise hinter sich hatte, hat in Stuttgart übernachtet, um jetzt hier bei uns pünktlich zu sein und den für uns so wichtigen Vortrag zu halten. Vielen Dank dafür an der Stelle. Herr Bielefeld hat einmal auf die Frage, wie er denn zu den Menschenrechten gekommen ist, zweigeteilt geantwortet. Seine erste Antwort war, die Frage ist falsch gestellt. Eigentlich müssten sich diejenigen erklären, die nicht zu den Menschenrechten kommen. Und die zweite Antwort war, aus der Praxis, er ist seit nunmehr 30 Jahren aktiv bei Amnesty International. Religionsfreiheit ist kein Recht der Religionen, sondern ein Freiheitsrecht von Menschen. Wir erleben auch bei uns, was in den USA sogar in staatliche Gesetzgebung gegossen wird, dass diejenigen Christen und Christinnen, die das Ziel der Gleichstellung von LSBTQ-Personen nicht teilen, sich selbst als Betroffene verstehen, so als hätten die Institutionen, also Kirche und Staat, die Pflicht, sie zu schützen vor der Mitgliedschaft dieser Menschen, die als anders konstruiert sind. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Frau Rektorin, Frau Prälatin, Herr Landesbischof, meine Damen und Herren, vielen Dank erstmal für die freundliche Einladung. Jetzt bin ich ja hier doch als Sonderberichterstatter der UNO für Religionsfreiheit benannt worden. Ich dachte, das spielt heute gar nicht so die Rolle. Ich habe das in meinem Vortrag jedenfalls nicht sehr stark profiliert. Wenn Sie mögen, kann ich es dann auch probieren am Ende. Aber dann muss ich noch mehr improvisieren, als ich sowieso tue. Schauen wir mal. Also, zunächst mal, Sie können hier ein bisschen mitlesen, die Stichworte, an denen ich mich entlanghangle. Wandel. Als Klaus Wowereit vor ungefähr 15 Jahren in knappen Worten sich zum Schwulsein bekannte, war das eine Sensation. Das machte richtig Schlagzeilen. Als in unserer letzten Bundesregierung der Außenminister als Schwuler auch bekannt war, wurde das kaum diskutiert, jedenfalls nicht hier im Inland. Im Ausland vielleicht, wer weiß, was da alles so geflüstert worden ist, aber es hat die diplomatische Handlungsfähigkeit der Bundesregierung ernsthaft beeinträchtigt. Wir haben derzeit im Bundesverfassungsgericht eine Richterin, die offen in einer lesbischen Partnerschaft lebt. Das weiß kein Mensch. Also obwohl es vollkommen offen ist. Ist aber jedenfalls nicht irgendwie ein Politikum. Vor 20 Jahren, in den 90er Jahren, war Volker Beck der einzige Bundestagsabgeordnete, der sich zu seinem Schwulsein bekannte. Heute, ich weiß nicht, ob irgendjemand die Zahlen weiß, aber es sind eine Reihe von Abgeordneten, und zwar quer durch alle Fraktionen. Und die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestags, Rita Süssmuth, hat das Kuratorium der Hirschfeld-Eddy-Stiftung des Lesben- und Schwulenverbands Deutschlands bereichert als Mitglied. Also tief im katholischen Milieu verankert, aber dann Kooperation mit dem Lesben- und Schwulenverband. Hätte man vor 20 Jahren kaum für möglich gehalten. Also in der Tat, es hat sich was verändert. All diejenigen, die über 30 sind, ich glaube, das trifft für einige zu, können das sozusagen noch ein bisschen biografisch sozusagen abdecken in Echtzeit. Und diejenigen, die in meinem Alter sind oder drüber,
die sind aufgewachsen zu einer Zeit, als es den Paragraphen 175 noch gab. Ja? Kriminalisierung homosexueller Handlungen. Und davon haben ja nicht nur die Nazis Gebrauch gemacht, auch in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik ist dies noch fleißig zur Anwendung gekommen, in vielen Tausenden von Fällen. Gewiss hat dieser Wandel jetzt nicht alle Kreise der Bevölkerung erreicht. Man kann sich auch die Frage stellen, wie tief ist er denn, wie nachhaltig ist er denn, ist er wirklich verarbeitet oder bleibt da vielleicht manches an der Oberfläche? Auch unsere Gesellschaft kennt Homophobie, Transphobie, damit einhergehende Diskriminierungen, Ausgrenzungen. Und weltweit gesehen, wenn wir jetzt mal über unsere Gesellschaft hinausgehen, da gibt es ja in der Tat noch regelrechte Verfolgung. Da kann es eine Frage von Leib und Leben sein, als schwul geoutet zu werden, als lesbisch geoutet zu werden. Und es kann nicht nur eine Frage von Lynchjustiz werden und gewaltsamen Übergriffen aus der Gesellschaft, sondern auch staatliche Strafgesetzgebung bis hin zur Todesstrafe, zum Teil sogar neu eingeführt. Also das sind nicht nur Relikte, es sind zum Teil sozusagen Gegentendenzen, die man auch im Blick haben muss, darüber später noch ein bisschen mehr. Wir haben einen Wandel, die Frage ist, in welchen Kategorien wir diesen Wandel beschreiben. Also manchmal hört man das so, ja, wir sind halt heute ein bisschen lockerer drauf. Ich glaube nicht, dass das angemessen wäre. Mag ja sein, dass wir auch in mancher Hinsicht lockerer drauf sind, dass sozusagen manche Tabus gefallen sind und manches möglich geworden ist, was früher nicht so möglich war. Aber generell sind wir nicht einfach nur lockerer drauf, sondern es haben sich Sensibilitäten verändert. Das heißt, wir sind zum Beispiel nicht mehr so locker drauf, wenn es um Schwulenwitze geht. Na, jedenfalls einige von uns. Ne? Einige von uns. Das Sensibilitäten haben sich verändert. Moralische Vorstellungen unterliegen einem Wandel. Und gerade was Sexualität angeht, wir haben es eben auch schon gehört. Die Orientierung ist jetzt nicht mehr an bestimmten Sexualpraktiken als solche, die gemessen an einem, sagen wir mal, teleologischen Naturverständnis im Grunde den Willen des Schöpfers ausdrücken, sondern die Orientierung gilt den Menschen als Verantwortungssubjekte, die auch ihre Sexualität gemeinsam gestalten, verantwortlich gestalten, neue Ansprüche, neue ethische Ansprüche an Partnerschaft, an Rücksichtnahme sind entstanden. Und manchmal steckt ja auch hinter der Absage an den Moralismus ein moralisches Motiv. Ja? Manchmal gibt sich die Absage an eine traditionelle, sehr belastend, sehr bevormundend empfindende Moral, die gibt sich amoralisch, ja? Manchmal sozusagen im Gestus des subversiven Hedonismus. Und das moralische Motiv dahinter ist nicht immer sehr klar erkennbar, aber manchmal ist es dann doch präsent. Manchmal ist es sogar stärker präsent, als diejenigen meinen unmittelbar, die solche Attacken attackieren. Kampf gegen den Moralismus, nicht immer nur, aber manchmal auch im Namen einer Moral, die sich ja verändert. Sodass also der Wandel eben, glaube ich, nicht beschrieben werden kann, locker drauf. Man kann es Liberalisierung nennen, aber Liberalität ist eben mehr als Lockerheit. Okay, zentrale Begriffe. Also dieser Wandel manifestiert sich eben auch heute darin und wird auch geschützt dadurch, dass wir uns auf Menschenrechte berufen. Menschenrechte im Kontext sexueller Orientierung, im Kontext Genderidentität. So, jetzt dachte ich, eigentlich wollte ich sowohl die Menschenrechte kurz definieren, als auch ein bisschen hier LGBT und so weiter. Ich mache das auch mit den Menschenrechten sehr kurz, weil ich davon ausgehe, Sie wissen, was die Menschenrechte sind. Das kann ich in zwei Sätzen zusammenfassen, wie das jedenfalls gesagt worden ist. Menschenrechte sind Rechte, ja, tatsächlich, also juristisch formulierte oder auf juristische Formulierbarkeit hin eingeforderte Rechte, spezifisch an den Staat gerichtet, der eine Garantenfunktion hat. Aber sie sind Rechte besonderer Art, weil es darin nämlich um die Würde des Menschen geht. Also nicht Rechte wie jede andere Rechte. Besondere Rechte,
Das heißt unveräußerliche Rechte. Das ist ein traditioneller Sprachgebrauch, den auch die UNO heute noch verwendet. Unveräußerliche Rechte. Ne? Also nicht Rechte, wie man so verkaufen kann und kaufen kann, wie Mietvertrag und so weiter. Es geht um die Würde des Menschen. Was die Würde des Menschen ist, darüber kann man streiten, aber man kann sich vielleicht auf die Formel einigen, dass der Mensch auch als Selbstzweck geachtet werden muss. Und das zeigt sich dann eben in Rechten freier Selbstbestimmung. Deshalb diese Freiheitsemphase, freie Selbstbestimmung für alle gleichermaßen. Also Menschenrechte sind Rechte in der Würde des Menschen begründet auf Freiheit, Gleichberechtigung, damit natürlich gegen Unfreiheit, gegen Diskriminierung. Okay, das reicht für die Menschenrechte. Jetzt Menschenrechte in dem Feld, was uns betrifft. Wie sollen wir dieses Feld umschreiben? Homosexualität, wir haben es schon gehört, ist zu eng. Außerdem mögen manche den Begriff nicht, wenn er sozusagen auf Menschen bezogen ist. Homosexuelle, Heterosexuelle, das klingt manchmal ein bisschen zu eng biologistisch. Es geht ja nicht um Sexualpraktiken, es geht um verantwortliche Lebensführung, auch unterschiedliche Lebensstile, unterschiedliche Lebensentwürfe. Weshalb wir hier das interessante Phänomen haben, dass der Begriff Homosexualität zwar immer noch verwendet wird, ich verwende den natürlich auch, aber wenn es um Menschen geht, man doch etwas zurückhaltender geworden ist, die als Homosexuelle zu bezeichnen. Die Männer möchten Schwule genannt werden. Ne? Also das interessante Phänomen, ein Begriff, der vor einigen Jahrzehnten noch eine ganz stark stigmatisierende Wirkung hatte, da war es dann politisch korrekt, von Homosexuellen zu reden. Klingt irgendwie ein bisschen steriler, ne? Und nicht so schlimm oder so. Nein, es ist jetzt geradezu umgekehrt. Nein, die legen Wert drauf, nein, wir wollen Schwule genannt werden. Ne? Das ist weiter zu verstehen als Homosexualität, in gewisser Weise aber auch enger, weil es nämlich die Männer betrifft. Deshalb muss man die Lesben dann dazu nennen. Und so hat sich eben der deutsche Verband, der sich dieser Themen annimmt, Lesben- und Schwulenverband genannt. Mittlerweile kommen aber auch die Komponenten noch hinzu, die eigentlich erst so nach der Jahrtausendwende auch größer, naja, okay, ja. Deine Identitätsfrage, ne? Seht ihr ein Programm, seht ihr ein Programm? Ja, der Bischof wird das dann schon aushalten müssen, ne? Wenn das dann gesendet wird irgendwo, ne? Unter seinem Namen, naja, okay. Okay, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, aber find mal wieder. Also ich war ja schon bei LG, ja, okay. Seit der Jahrtausendwende also die Ausweitung auf andere Erfahrungsbereiche, denn Transsexualität, Transgender ist nicht nur eine Variante von Homosexualität, um jetzt diesen Begriff nochmal zu verwenden. Das ist schon was Eigenes. Da geht es um die Frage, nicht auf wen zielt sozusagen mein sexuelles Begehren, meine sexuelle Sehnsucht, sondern wie sehe ich mich selbst? Und also da gibt es alle möglichen Konstellationen, ne? Und deshalb ist das sozusagen schon ein eigenes, nicht nur Phänomen, es sind sozusagen eigene Erfahrungen, auch eigene Unrechtsausgrenzungserfahrungen, die es notwendig machen, dann das Feld noch etwas genauer zu beschreiben, also um Trans-Phänomene. Ja, auf Englisch heißt das jetzt LG, Lesbian Gay. Und da kommt noch ein B dazu, das aber bislang wenig profiliert worden ist. Das kommt immer nur so vor in den Buchstabensalat, wird aber wenig thematisiert. LGBT, ja? Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Transgender. Und seit ganz kurzem ergänzt um ein I, Englisch I, LGBTI, Intersex. Das ist überhaupt erst vor 5 Jahren zum ersten Mal in die UNO gekommen. Na, 6 Jahre sind es jetzt. Und manche münden oder lassen das dann münden ein Q, queer, gefällt auch nicht jedem. Das klingt dann sehr subversiv, manche mögen das auch nicht. Ja? Oder manche verstehen es als die Quersumme vom Ganzen, ne? So ungefähr. Wie auch immer, also jedenfalls, es ist wichtig, sich klarzumachen, es handelt sich um sehr verschiedene Phänomene. Und wenn man das dann alles zusammenfasst mit dem Begriff sexuelle Minderheiten, kann man das vielleicht tun. Aber jedenfalls, also man soll sich klar sein, das ist keine kompakte Gruppe. Es gibt nicht die LGBTI-Community oder sowas. Genauso wenig wie es die Migranten-Community gibt. Gibt es ja auch nicht. Also Vorsicht vor Homogenisierung. Der Begriff sexuelle Minderheiten fällt auch nicht jedem
gefällt auch nicht jedem. Ne? Also wie auch immer, es ist nicht ganz einfach. In jedem Fall wichtig, das Selbstverständnis der betroffenen Menschen ernst nehmen. Also auch wie wollen die sich selber eigentlich sehen, wie nennen sie sich? Und sich klar machen, das ist schon ein ziemlich komplexes Phänomen. Phänomen ist auch ein blöder Begriff. Ne? Jetzt, wo ich gerade wieder verwende, fällt es mir auf. Nein, es geht wirklich um Erfahrungen, es geht um Lebenswelten, es geht auch um Dramen zum Teil. Und im Respekt vor den Menschen, also schon auch, geht es darum, hier auf der Sprachebene schon ein bisschen aufzupassen, obwohl die Sprache jetzt, ja, darf man auch nicht überziehen. Ne? Wenn man dann nur noch mit Unterstrichen Genderfragen meint, ausbuchstabieren zu können, dann wird es irgendwann auch so kompliziert, dass nicht mehr alle mitkommen. Jetzt, Menschenrechte in diesem Feld, im Kontext sexuelle Orientierung, Gender, Identität, diese Doppelformen hat sich jetzt jedenfalls auch etabliert. Da haben wir auch einen Titel der Veranstaltung oder Untertitel oder im Programm jedenfalls, sexuelle Orientierung, Gender, Identität. Es geht um Gleichberechtigung, also gegen Diskriminierung. Es geht um Freiheit, Emanzipation, freie Selbstbestimmung. Aber, vielleicht sollte ich auch sagen, nicht aber, sondern und. Freie Selbstbestimmung ist immer die freie Selbstbestimmung eines Selbst. Und zwar eines leibhaft gebundenen Selbst. Bei den Menschenrechten ist auch das ein Thema, dass Menschen in ihrem leibhaften So-Sein anerkannt werden wollen. Ich glaube, ohne das kann die Sprache der Emanzipation manchmal etwas zu leichtfüßig werden. Nein, es geht hier auch um manchmal fast tragische Dimensionen. Also sich vorzufinden in einer Leibhaftigkeit, mit der man auch erstmal klarkommen muss. Die man sich ja nicht sozusagen einfach völlig frei wählt. Biografien sind keine Bastelarbeit. Ne? Also manche postmodernen Essays geben solche Eindrücke. Ich glaube, in der Tat, auch das wäre eine Sprache, die dem Gewicht der Themen nicht gerecht wird. Okay, jetzt Entwicklungen. Was hat sich getan, und zwar jetzt auf der Menschenrechtsebene in diesem Feld? In den wenigen Minuten, die ich darauf verwenden kann, werde ich mich vor allem auf die UNO konzentrieren, vielleicht aber auch einen Seitenblick noch auf Europa, genauer gesagt den Europarat machen. Vor allem aber die UNO. Und um es schon mal jetzt zusammenzufassen, man kann wirklich feststellen, es gibt eine Entwicklung, die anfängt mit Homosexualität, ich nehme diesen Begriff, vor allem mit schwulen Männern, wenn es jetzt um die Urteile geht, die Gerichtsverfahren, da sind es vor allem schwule Männer, die dieses Thema vorangebracht haben. Dann deutlich später, mit einigem Zeitverzug, kommen die Trans-Phänomene, auch zum Zuge bei der UNO, aber erst vor wenigen Jahren. Und nochmal später das Thema Intersex. Also das ist eine Phasenentwicklung, die übrigens ganz genauso im Europarat, also nicht zeitlich völlig identisch, aber in derselben Phasenstruktur sich abzeichnen kann. Vorangetrieben worden ist die Entwicklung bei der UNO zunächst mal von fachlichen Gremien, die also nicht so sehr im politischen Kreuzfeuer stehen, die ein Stück weit unabhängig arbeiten können, aber in den allerletzten Jahren haben die es auch geschafft, LGBTI-Rechte in die politischen Gremien der UNO reinzubringen, wo das allerdings noch eine Menge Polarisierungen mit sich bringt. Also, um jetzt die Entwicklung vielleicht mit einigen Tupfern wenigstens zu beschreiben, im UN-Kontext der erste Fall ist vor gut 20 Jahren. Nicholas Toonen, ein australischer Schwulenaktivist, sieht sich in seinem Recht auf Privatsphäre beeinträchtigt durch die Strafgesetzgebung, die unnatürlichen Sexualverkehr kriminalisiert. Ja, es gibt ja heute noch immer Sodomie-Gesetze. Ne? Also die Regierung in Australien hat damals gesagt, okay, wird ja nicht mehr angewandt, das war mehr ein rechtliches Relikt als, sagen wir mal, ein Strafparagraf, der massiv zur Anwendung kam, aber dennoch, also hier eine Beeinträchtigung. Und Nicholas Toonen hat dagegen bei der UNO geklagt, bei dem entsprechenden UN-Ausschuss für bürgerliche und politische Rechte, gewonnen. Das führte dann zu einer ganzen Reihe ähnlicher Prozesse und am Anfang stand typischerweise im Vordergrund die Entkriminalisierung.
das war sozusagen der erste große Kampf, der ja keineswegs abgeschlossen ist. Der ist, sagen wir mal, in unseren Breiten jetzt abgeschlossen, weltweit natürlich überhaupt nicht. Entkriminalisierung, und zwar im Namen vor allem des Rechts auf Privatheit. Ja? Also Persönlichkeitsrecht würde man es in der deutschen Dogmatik eher nennen. Ja? Ja, da hat sich dann eben auch so die Formel herausgebildet, okay, wenn es among consenting adults stattfindet, also was Erwachsene tun, Kinder sind ein Sonderfall, die aber in sich übereinstimmen, Konsens, dann geht es den Staat nichts an. Also der erste Versuch, den Staat rauszubringen aus dieser Überwachungsdrohung, manchmal gibt es ja auch die reale Überwachung, manchmal ist es eher die symbolische Drohung in Strafgesetzbüchern im Namen des Rechts auf Privatsphäre. Systematische Entkriminalisierung. Das stand im Vordergrund in den 90er Jahren in der UNO. Aber auch außerhalb der UNO, auch im Europarat, da ging das also ein bisschen früher los, in den 80er Jahren schon, aber im Prinzip dieselbe Entwicklung. Dann etwas später, man könnte sagen 10, 15 Jahre später, so in Richtung Jahrtausendwende, die inhaltliche Weiterentwicklung des Diskurses in Richtung auf volle Gleichberechtigung. Und da sind wir natürlich auch in unserer Gesellschaft noch irgendwo mittendrin, ich würde nicht sagen ganz am Anfang, aber sicher nicht am Ende. Irgendwo stehen wir da mittendrin. Gleichberechtigung, also über die bloße Entkriminalisierung hinaus. Da geht es jetzt auch darum, dass nicht nur in der Privatsphäre among consenting adults ohne Strafdrohung praktizieren zu können, sondern auch öffentlich in den verschiedenen zum Beispiel Sozialsystemen oder anderen Institutionen Anerkennung zu finden. Das heißt also im Sozialrecht, aber auch im Familienrecht. In Adoptionsfragen, da sind wir jetzt sozusagen in all den Großbaustellen, die auch in unserer Gesellschaft ja immer noch bestehen. Also jetzt ist die menschenrechtliche Anspruchsgrundlage nicht mehr in erster Linie Recht auf Privatheit, sondern Nichtdiskriminierung, ja? Also Gleichberechtigung in ganz verschiedenen, letzten Endes allen Lebensbereichen. Und hier war ein Durchbruch eben nach der Jahrtausendwende 2003, mehrere Fälle, wo der Ausschluss gleichberechtigter Partner aus Pensionsansprüchen dann vom UN-Ausschuss für bürgerliche und politische Rechte als Diskriminierung bewertet worden ist. Und auch in der Auseinandersetzung mit konkreten nationalen Rechtsordnungen hat der Ausschuss das dann immer wieder klargestellt. In den letzten Jahren haben auch andere UN-Ausschüsse sich dem angeschlossen. Also die UN-Ausschüsse, ich sage es ohne jetzt irgendwie Institutionenkunde betreiben zu wollen, das sind, noch einmal, sei es gesagt, Fachausschüsse. Da arbeiten sozusagen nicht Diplomaten, die an der Leine ihrer Regierungen hängen, sondern unabhängige gewählte Expertinnen, Experten, und zwar auf der Grundlage bestimmter Konventionen. Also erst war es der Ausschuss für bürgerliche und politische Rechte auf der Basis der Konvention für bürgerliche und politische Rechte. Dann kam aber eben auch der Kinderrechtsausschuss dazu. Also auch der Kinderrechtsausschuss hat sich dieses Themas angenommen und in einem Kommentar 2003 gefordert, die sexuelle Orientierung des Kindes zu respektieren. Und im Jahr 2009 dann auch der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte, der gesagt hat, Ausschluss aus zum Beispiel sozialen Sicherungssystemen ist diskriminierend, also auch im Zugang zu den Rechten wirtschaftlicher Art, sozialer Art ist das Prinzip der Nichtdiskriminierung zu beachten, unter Einschluss eben von LGBTI-Personen. Also das ist sozusagen eine Linie von der Entkriminalisierung hin zu Ansprüchen auf Gleichberechtigung. Parallel dazu der Strang, der dann dem Thema Trans mehr Bedeutung gibt. Am Anfang, ich sagte schon, schwule Männer vor allem, weibliche Homosexualität war oft weniger strafrechtlich bedroht und ist vielleicht dementsprechend auch nicht so sehr hier zum Thema geworden. Also am Anfang waren es die schwulen Männer, aber dann kamen auch immer mehr Fragen von Genderidentität zum Thema. Und ein Durchbruch bei der UNO wurde erreicht im Jahre 2008, das ist also nicht lange her, wo der Ausschuss für die bürgerlichen und politischen Rechte wieder mal, der also insgesamt da sozusagen eigentlich die Avantgarde ausmacht bei der UNO,
sich zu Transgender geäußert hat und die Berichtigung von Geburtsurkunden verlangt hat. Übrigens interessant, der Begriff Berichtigung. Finde ich interessant. Ja, finde ich interessant, ich will da gleich nochmal drauf einkommen, die Spannung von Freiheit und Leibgebundenheit. Also Freiheit ist nicht das freie Experimentieren. Also ein Begriff wie Berichtigung hat, glaube ich, eine interessante Indizfunktion, über die man auch nochmal nachdenken sollte einen Moment. Und im Jahre 2009 kommt dann zum ersten Mal, und zwar interessanterweise über Deutschland, über die deutsche Befassung oder über die Befassung mit der deutschen Umsetzung der Konvention gegen die Diskriminierung der Frau generell, ja, kommt zum ersten Mal das Thema XY-Frauen auf zum Zuge Intersex. Völlig vernachlässigt, ein Thema wie von ganz eigener Dramatik, betrifft eine sehr kleine Gruppe von Menschen, aber auch in Deutschland könnten das Zehntausende sein, niemand weiß es genau. Menschen, die oft aufwachsen, vielleicht mit dem Gefühl, sind die einzigen in der Welt, die nicht reinpassen in das Schema. Ja? Und da hat das Internet dann wirklich segensreiche Formen, Möglichkeiten, nämlich überhaupt erstmal zu entdecken, dann in der schwierigen Pubertät, es gibt auch andere, die nicht so ganz reinpassen. Ne? Dass man sich dann zusammenfinden kann, Forderungen formulieren kann. Also das eine Entwicklung, wie gesagt, von der Entkriminalisierung zur Gleichberechtigung, erst beim Thema Homosexualität, dann zunehmend trans, inter. Und von den Fachausschüssen vorbereitet, dann politische Durchbrüche, jetzt auch in den großen Gremien, ich rede jetzt von Generalversammlung, Menschenrechtsrat, wo die ganze internationale Gemeinschaft dabei ist, in den allerletzten Jahren, vor allem im Jahre 2011. Also das ist jetzt wirklich Zeitgeschichte im engsten Sinne des Wortes. Eine erstaunliche Rede des Generalsekretärs Ban Ki-moon kurz vor dem Jahre 2011, nämlich am 10. Dezember 2010, Tag der Menschenrechte, wo er in ungewohnt persönlicher Art, er ist eigentlich nicht so jemand, der allzu persönlich redet, seine eigene Lerngeschichte offenlegt. Und sagt, er ist groß geworden als jemand, ne, klar, also das ist kein Thema, Tabuthema, und hat gelernt. Also in einer sehr persönlichen Rede hat er sozusagen diese Lerngeschichte offengelegt und ja, das sagen wir mal zu einer exemplarischen Geschichte gemacht. Also das heißt, nicht nur das Lernergebnis ist exemplarisch, natürlich auch die Lernnotwendigkeit ist exemplarisch. Das heißt, das Element der Selbstkritik ist dabei, wenn man sagt, ich musste auch eine Menge lernen. Und seine Rede kulminiert in folgende Worte, ich zitiere ein paar Zeilen, also aus dieser Generalsekretärsrede, Ban Ki-moon: As men and women of conscience, we reject discrimination in general, in particular discrimination based on sexual orientation and gender identity. When individuals are attacked, abused or imprisoned because of their sexual orientation, we must speak out, we cannot stand by, we cannot be silent. Im Juni 2011 kommt dann der Durchbruch im Menschenrechtsrat der UNO, das ist ein Unterorgan der Generalversammlung, aber wie gesagt, Institutionenkunde können wir uns hier nicht leisten, wo tatsächlich zum ersten Mal mit Mehrheit die Entkriminalisierung, jetzt auch von diesem politischen Gremium, was von der Weltgemeinschaft gefordert wird. Juni 2011, der Menschenrechtsrat drückt aus, grave concerns at violence and discrimination in all regions of the world committed against individuals because of their sexual orientation and gender identity. Der vorläufige Höhepunkt dieses Durchbruchs, was tatsächlich im Jahre 2011 vor allem stattfindet, war dann am Ende desselben Jahres ein ausführlicher Bericht der Hochkommissarin für Menschenrechte, der damaligen Hochkommissarin für Menschenrechte Navy Pillay, unter dem Titel Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity. Also die Hochkommissarin persönlich hat sich dieses Thema auf die Flagge geschrieben und einen Bericht auch unter ihrem Namen veröffentlicht, einen vergleichsweise umfassenden Bericht, der jetzt auch die weiteren Fragen der Diskriminierung mit aufgreift. Ja, manche sagen, wir brauchen mehr. Ich glaube, es ist wahr. Ein Ziel könnte sein, das wäre aber ein fernes Ziel, eine eigene Konvention
in Sachen sexuelle Orientierung und Gender Identity. Das ist derzeit noch sehr, sehr unrealistisch. Es hätte aber den Vorteil, deutlich zu machen, so ähnlich wie das beispielsweise, völlig anderes Thema, bei der Behindertenrechtskonvention gelungen ist, deutlich zu machen, nämlich, dass aus der Perspektive hier von sexueller Orientierung, Genderidentität, eigentlich der Gesamtbereich der Menschenrechte noch einmal durchgestaltet werden muss. Denn es handelt sich jetzt hier nicht um ein Sonderthema, sondern es handelt sich um spezifische Unrechtsperspektiven, die das Ganze der Menschenrechte betreffen. Da geht es um Recht auf Leben, es geht um Schutz vor Folter, Misshandlung, das ist alles sehr real. Es geht um Meinungsfreiheit, ja, Zensur in diesen Fällen, in diesen Bereichen, muss man gar nicht so arg weit nach Osten gucken, ja, Osteuropa. Es geht um Versammlungsfreiheit, Gay Parades, ja, die auch immer noch blockiert werden. Es geht um Recht auf Bildung, und zwar eine Bildung, wo Menschen, naja, Lesbien, Gays und so weiter, sich auch in ihren Biografien ein Stück weit wiedererkennen und nicht immer nur draußen bleiben. Es geht um Recht auf Gesundheit, es geht auch um die Religionsfreiheit. Also wundern sich manche, wenn ich als Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit der UNO auch hier die Verbindung stifte, weil im Moment eine Tendenz besteht, das Thema Religionsfreiheit, das Thema all diese neueren Gender-Themen als sozusagen völlig extreme Pole eines Spektrums zu betrachten. Da rutscht dann die Religionsfreiheit fälschlich ins Konservative. Sie wird eigentlich um ihre Freiheitsrechtskomponente gebracht. Und diese Themen rutschen dann vielleicht auch manchmal ein bisschen weg in einer Weise, die nicht gut ist. Ich glaube, man muss diese Themen zusammenhalten. Ein paar Beobachtungen jetzt nach diesen, ich mache das sehr kurz, diesen Entwicklungen. Also die Doppelformel sexuelle Orientierung und Genderidentität ist mittlerweile etabliert, nicht nur in der UNO, auch im Europarat und anderen institutionellen Zusammenhängen. Und ich glaube, sie steht ja auch für sehr unterschiedliche Phänomene, ich sagte es schon, in denen es mal eher geht um die freie Selbstbestimmung, aber manchmal auch geht um die Verweigerung der Anerkennung einer spezifischen Identität. Beides hängt zusammen, das will ich jetzt nicht irgendwie aufteilen und auf die verschiedenen Phänomene dann eindeutig beziehen. Genderidentität ist aber in diesem Kontext eben nicht biologisch oder biologistisch definiert. Entscheidend ist immer das Selbstverständnis der betroffenen Person. Insofern ist auch die Frage der Genderidentität ist eine Freiheitsfrage, aber Freiheit eben, ich sage es noch einmal, nicht zu leichtfüßig. Es geht nicht um biografisches Experimentieren, um Bastelbiografien, sondern eine Freiheit, die immer rückgebunden ist an die leibhaft erfahrene Identität, auch die leibhaft erfahrene Orientierung von Menschen. Identität in Freiheit zu gestalten, heißt deshalb auch immer, die Identität zu finden. Das ist ja manchmal ein sehr schwieriger Suchprozess, und ein Findungsprozess. Das hat übrigens genau dieser Begriff, kommt auch in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus jüngster Zeit vor, wo es um solche Fragen geht und wo es dann, ich zitiere nur ein Wort, da heißt es dann, das ist jetzt typisch deutsche Juristensprache, Artikel 2 Absatz 1 Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz schützt mit der engeren persönlichen Lebenssphäre auch den intimen Sexualbereich des Menschen, der die sexuelle Selbstbestimmung und damit das Finden der eigenen geschlechtlichen Identität sowie der eigenen sexuellen Orientierung umfasst. Freie Selbstbestimmung ist immer die freie Selbstbestimmung eines Selbst, das sich auch vorfindet und finden muss. Und ich glaube, das gehört dazu, damit der Freiheitsbegriff tatsächlich auch in seiner existenziellen Relevanz nicht unterboten wird. Und das kann man besonders deutlich eben sehen in der Sprache, die sich dann um Gender bemüht, wenn dann eine, ja, was man früher nannte, Geschlechtsumwandlung, neuerdings und besser und treffender genannt wird, Geschlechtsanpassung. Ja, das ist nicht einfach eine beliebige Umwandlung, es ist eine Geschlechtsanpassung. Englisch Gender Reassignment. Das heißt, das So-Sein hat immer auch Elemente des Unbeliebigen, vielleicht sogar, um einen Begriff zu nutzen, der manchmal missverstanden wird, ein Element sogar des Schicksalhaften.
Und ich glaube, man braucht das, um die, auch die existenzielle Dramatik des Themas nicht zu verfehlen. Freiheit eines leibgebundenen, freie Selbstbestimmung eines leibgebundenen Subjekts, das sich auch in seinem So-Sein erstmal finden muss, in einer vielleicht feindlichen Welt oder einer Welt, die jedenfalls mit Unverständnis reagiert, immer noch manchmal mit blöden Witzen reagiert, das macht ja genau die Spannung aus. Auch heute noch, ich will das nur kurz sagen, dramatische Unrechtserfahrungen, extreme Hassmanifestationen gegenüber LGBTI-Personen, Hassmanifestationen, weil ja oft auch Ehrvorstellungen, traditionelle Ehrvorstellungen an Genderrollen festgemacht werden, die hier scheinbar, vielleicht sogar tatsächlich, irgendwie ins Rutschen kommen. Also die Ehre des Mannes, die Tugend der Frau und vor allem in Macho-Kulturen dann, also die Verachtung und der Hass gegenüber Menschen, die nicht reinpassen. Es kann in Lynchjustiz münden, in Lynchjustiz, wo dann auch die Polizei wegschaut. In manchen Staaten ist das so ein Zusammenspiel bestimmter vigilanten Organisationen und staatlichen Institutionen, die also dem Deckung geben. Wir haben immer noch die Kriminalisierung in 40% der Staaten der Welt, 76 Staaten der Welt derzeit, haben Strafrechtsnormen über Sodomie, 76 Staaten. Ne? Das ist zwar eine Minderheit, aber eine staatliche Minderheit. In 6 Staaten steht Todesstrafe. Übrigens dann bezogen auf die Männer, mit Ausnahme Iran. Iran ist der einzige Staat, der auch lesbische Praktiken mit Todesstrafe bedroht. Folter, Misshandlungen, Corrective Rape lesbischer Frauen. Fürchterliche Situation in Gefängnissen. Die LGBT-Personen sind in der Gefängnishierarchie nun ganz unten. Am schlimmsten trifft es Transfrauen. Es gibt Berichte aus lateinamerikanischen Gefängnissen, wo einzelne Personen mehr als 100 Mal vergewaltigt worden sind, von Mitgefangenen, aber auch vom Gefängnispersonal. Transfrauen. Administrative Schikanen, bürokratische Hürden, Verweigerung der Anerkennung von Genderidentität in offiziellen Dokumenten, da hat das Bundesverfassungsgericht 2011 noch mal ein bisschen was nachgeschoben. Diskriminierung im Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Versicherungswesen, bei Pensionsansprüchen, System der sozialen Sicherheit und so weiter und so fort. Mobbing in Schulen. Immer noch ist schwul ein verbreitetes Schimpfwort, auch auf unseren Schulhöfen. Und die Europäische Grundrechteagentur hat vor wenigen Jahren eine Studie gemacht, wo dann deutlich wird, also für viele Menschen, die dann gerade in der Kindheit, in der Pubertät ihre sexuelle Orientierung, ihre Genderidentität erstmal mühsam finden müssen, ist die Schule die Hölle. Die Schule ist die Hölle. Ja. Das kann suizidale Konsequenzen haben. Im Vereinigten Königreich haben 2/3 der Betroffenen genau das gesagt, die Schule war die Hölle. Ja, die Schule war die Hölle. Verweigerung des Rechts auf Familie, Aberkennung des Sorgerechts bei Scheidungsfällen, ja, immer noch Schwierigkeiten bei Adoptionsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Aber immerhin ein positiver Durchbruch beim Asyl. Also die Zahl der Staaten, die auch wegen sexueller Orientierung Asyl gewährt, ist angestiegen in letzter Zeit und also auch die europäische Asylrechtsprechung, die ein Thema für sich wäre, hat jedenfalls hier durchaus auch so ein paar helle Tupfer aufzuweisen. Widerstände, ich habe ja doch noch 5 Minuten, oder? Wir haben noch mehr. Ah, 20. 20? So, keine Sorge. Keine Sorge, ich habe ja schon gedacht, jetzt habe ich hier 6 Punkte auf Römisch, jetzt kommen noch 6 Punkte auf Arabisch, ne? Da Caro Alfine oder sonst, nein, also keine Sorge, das geht blitzschnell, da reißen wir das runter. Ne? Also nein, es gibt ja Widerstände und Widerstände auch in unserer Gesellschaft, in anderen Gesellschaften zum Teil auch noch sehr viel massiver. Was sind die Motive? Ängste. Ich finde, Ängste müssen ernst genommen werden. Der Wandel, den wir erlebt haben in unserer Gesellschaft, war ein erstaunlich schneller Wandel. Also wenn man sich das mal überlegt, also, ne, wir können es wirklich
die meisten von uns biografisch richtig neue Entdeckung bringen. Wir reden nicht über Mittelalter, wenn wir die massiven Formen der Homophobie beschreiben. Nicht, der Wandel ist ja nicht abgeschlossen, aber es hat sich enorm viel getan. Und das löst Ängste aus, vor allem wenn sich der Wandel bezieht auf elementare Kategorien der Gestaltung, der Strukturierung unserer Lebenswelt, unserer ganz alltäglichen Lebenswelt. Haben wir eben auch schon gehört, bis in die Grammatik hinein. Ja, so elementar ist das. Und da kommt jetzt irgendwas scheinbar, vielleicht auch tatsächlich, ins Rutschen. Dinge verändern sich. Dinge verändern sich. Und also etwa vor einigen Monaten fand eine Veranstaltung in Nürnberg statt, zu ähnlichen Themen. Es meldet sich jemand und beschwert sich darüber, dass die Veranstalter der Konferenz das Publikum begrüßt haben mit den Namen, mit der üblichen Formel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also es meldete sich eine Person, die sagt, ich bin ein intersexueller Mensch, ich fühle mich ausgegrenzt. Okay, jetzt kann man sagen, das ist ja ein bisschen übertrieben. Also ich habe jetzt nach wie vor auch gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, also wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, unsere Sprache so geschmeidig zu gestalten, dass das immer voll funktioniert. Wir werden es nicht schaffen. Also insofern könnte man jetzt sagen, dieser Anspruch, diese Forderung ist ja massiv überzogen. Das ist vielleicht so eine natürliche Reaktion. Ich würde jetzt aber mal genau umgekehrt sagen, diese Forderung, die uns so völlig fremd zunächst mal scheint und überzogen, zeigt aber, wie tief die Ausgrenzungserfahrung geht. Also wie alltäglich sie ist. Bei jeder Anrede, ich bin nicht wirklich gemeint, ich komme nicht wirklich vor. Vielleicht kriegen wir das tatsächlich mit unserer Grammatik nicht gebacken. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Aber man kann drüber nachdenken. Also so tief gehen diese Erfahrungen, die Forderungen und ja, und eine Gesellschaft, die sich darauf einlässt, muss sich auf Wandel einlassen. Und es ist nicht immer schon ganz absehbar, wo der Wandel hinführt. Ja? In mancher Hinsicht hat sich eben doch sehr viel getan. Das löst Ängste aus. Nochmal besonders, wenn es dann auch um Kinder geht. Ne? Elementare Kategorien der Strukturierung unserer Lebenswelt, in die wir die Kinder ja aufziehen wollen. Da sind wir jetzt genau beim Thema hier auch Schule. Ne? Also es löst Ängste aus, für die man vielleicht dann doch ein bisschen ein offenes Ohr haben sollte, ohne dass man natürlich überhören darf, wenn da auch homophobe Stimmungsmache dabei ist. Ne? Das ist ja manchmal ein bisschen uneindeutig. Ja? Aber ich glaube, solche Ängste sind schon ernst zu nehmen. Manchmal verbinden die sich dann aber auch mit regelrechten Fehlinformationen und Vorurteilen. Da ist die gebotene Reaktion natürlich eine andere. Da muss man da nicht hinhören, da muss man sagen, nee. Also etwa die schnelle Assoziation, schwule Männer, Kinderschänder. Ja, also das ist ein offenkundiger Unsinn, steckt aber in manchen Köpfen. Und es wird auch immer wieder geschürt. Es wird ja auch geschürt. Also hier wirklich der Widerspruch gegen Vorurteile, gegen offenkundige Fehlinformationen. Es kommen da hinzu manche Missverständnisse. Ich hatte es eben mal gesagt. Der Kampf gegen eine repressive Moral oder eine repressive Pseudomoral oder eine repressive Konventionsmoral gibt sich oft selber amoralisch, ja? Also weg mit der Moral. Und es kann dann passieren, dass dass das dahinterstehende Motiv, das selber durchaus ein moralisches ist, nämlich die Öffnung. Die Öffnung ja nicht nur für neue Experimentiermöglichkeiten, sondern auch für neue Verbindlichkeiten, für neue Formen des Respekts, für Anerkennung, dass die moralischen Motive der Moralkritik nicht richtig rüberkommen. Sowohl von denen, die diese Motive haben, als auch von denjenigen, die sich dafür öffnen sollten. Dann in der Folge sich Ängste festsetzen, ja, unsere moralischen Werte werden attackiert. Ja? Es geht nicht um
Dekadenz. Es geht nicht um Abbau von Werten, es geht um Umbau von Werten, es geht um Öffnung, es geht um neue Verbindlichkeiten, neue Arten Verbindlichkeit zu denken, was natürlich anderswo auch wieder neue Freiräume schafft, aber eben nicht einfach sozusagen das Lockere hinwegfegen von Verbindlichkeiten. Ich glaube, hier liegen viele Missverständnisse, weil es ja auch nicht leicht ist, die Attacke gegen eine enge Moral dann selber immer klar moralisch zu formulieren. Das ist manchmal schwierig. Ne? Und deshalb geben sich dann auch manche Aktivisten der Szene dann eher hedonistisch. Der Hedonismus ist aber manchmal eher eine subversive Technik. Da ist möglicherweise viel mehr Politik dahinter und sogar viel mehr Moral dahinter, als immer so ganz klar wird. Also ich sehe da auch hier sozusagen eine Quelle von Missverständnissen. Noch ein Punkt, Verkennen der existenziellen Dramatik. Auch das hatte ich schon gesagt. Es geht eben nicht einfach nur um lockeres Ausprobieren. Klar, also das Leben von Schwulen und Lesben und so weiter ist nicht immer ein einziges Drama. Also es gibt auch Normalität und gelungenes Leben und Freude, auch am Ausprobieren. Aber eben manchmal und gerade vielleicht in den schwierigen Phasen des Lebens, in der Pubertät, kann es sich wirklich zu großen Dramen verdichten und in, ja, je nachdem, in welchen Milieus man lebt, in welchen Ländern, kann es sogar Fragen von Leben und Tod sein. Suizidraten sind höher, auch unter Jugendlichen, Schwulen, Lesben und anderen, als unter anderen Jugendlichen. Also kein Ohr haben für die Dramen, die da stattfinden, ist, glaube ich, auch eines der möglichen Probleme. Dann gibt es Vorbehalte auch im Namen der Religion. Ich wollte das ja eigentlich nur nennen, da könnte ich natürlich ganze Vorlesungen drüber halten, mache ich nicht, keine Sorge, ne? Haben wir keine Zeit dafür. Aber das ist ein schweres Thema. Das ist ein schweres Thema. Religiös motivierte Vorbehalte, wir hatten es eben auch vom Landesbischof schon gehört, nicht nur durch die monotheistischen Religionen, das ist keineswegs etwas, was man jetzt nur auf Christentum, Judentum, Islam konzentrieren kann, aber da hat es natürlich, sagen wir mal, auch besonders wirkmächtige Metaphern gebildet, etwa Sodom. Ne? Sodom findet sich nicht nur im Buche Genesis, Sodom findet sich auch im Koran. Ja, also auch, ja, Sodom und Lot, diese ganze Geschichte, ne? Sodomie, also da die Bilder auch aus den Heiligen Schriften, also aus der Bibel, aus dem Koran, die sind ja bis in die Gesetzestexte hinein verlängert worden, also da ist es schon besonders deutlich. Ne? Dann die Buche Levitikus, ja, die verschiedenen Fluchpsalmen, ja, wo dann eben auch Sexualverhalten penalisiert wird, als Frevel, der Römerbrief, ja, als Krisenzeichen, Männer liegen bei Männern, die Welt gilt aus den Fugen, Augustinus, die Erbsündenlehre, die ja übrigens an der Sexualität nicht unmittelbar festmacht, aber der Mensch, der sich gegen Gott auflehnt, sieht sich darin bestraft, dass sich seine Sexualität gegen ihn auflehnt. Ja, die Sexualität, die dann sozusagen aus dem Gleis gerät, aus dem naturgewollten Strom irgendwie über die Ufern tritt. Und also von daher auch hier die Perhorisierung, insbesondere dann eben von etwa Homosexualität. Also das sind schwierige Themen. Sie führen zu Vorbehalten. Und zum Teil zu Vorbehalten, die neuerdings sich auch wieder in der Rechtsprechung niederschlagen. Das ist etwas, was ich mit großer Sorge beobachte, dass es mittlerweile Gerichtsurteile gibt, die davon ausgehen, Religionsfreiheit und diese Freiheitsrechte stehen erstmal in einem unvermeidlichen Antagonismus zueinander. Ich halte das für eine problematische Annahme. Auf der Annahme wird dann irgendwie in einem Kompromiss gesucht. Wir hatten vor 2 Jahren zum ersten Mal solche Urteile auch in Straßburg, also im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der bekannteste Fall, von dem Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, betrifft eine evangelikale Christin aus England, die als, im Deutschen würde man sagen, Standesbeamtin tätig war, sich geweigert hat, an Homo-Verpartnerungen mitzuwirken, daraufhin ihren Job verloren hat.
die hat sich in, ja, also durch die Gerichtsbarkeit bis nach Straßburg dann vorgearbeitet und hat in Straßburg verloren. Es ist aber ein Sieg, über den ich nicht richtig froh werden kann. Man könnte sagen, okay, da die Sache, man hat nicht im Vorfeld Konsensmöglichkeit, pragmatische Lösungen verspielt. So ein Urteil, das übrigens auch den Dissens der Richterschaft zeigt. Die Mehrheit der Richter haben der Frau einen Laufpass gegeben, haben sie abgewiesen. Eine Minderheit von Richtern, aber auch zum Teil mit sehr merkwürdigen, sehr konservativen Argumenten, hat sich hinter sie gestellt. Und ja, ich glaube, es ist ein unglückliches Urteil. Ein unglückliches Urteil, weil es dazu führt, dass sie eine Wahrnehmung festsetzt, die ich geradezu fatal finde, dass wir hier nämlich inkompatible Menschenrechte haben, Religionsfreiheit und die Rechte der sexuellen Orientierung. Es wäre nicht nötig gewesen, also Frau Ladell, die schon länger in dieser Institution tätig war, also die eingestiegen war in dieses quasi Standesamt, als entsprechende Antidiskriminierungspolitiken noch gar nicht existierten, hätte überhaupt kein Problem gehabt, Ersatz zu finden. Da waren also genug Kolleginnen und Kollegen, die hätten dann mitgemacht. Also dass man tatsächlich diese Nagelprobe auf dem Rechtsweg durchführt, ist, glaube ich, man sollte es auf die Fälle konzentrieren, wo es gar nicht mehr anders geht. Also hier hat man im Vorfeld pragmatische Lösungswege, wie ich finde, mutwillig verspielt oder zumindest fahrlässig verspielt und auf eine Polarisierung gesetzt, die ich für sehr unglücklich halte. Ja, manchmal kommt man natürlich nicht drum herum, aber dann sollte man es zumindest probieren. Ja, die religiös motivierten Vorbehalte werden natürlich auch bearbeitet. Es gibt in den Universitäten noch nicht so richtig etabliert ja auch Queer Theology mittlerweile. Im Amerikanischen ist man da etwas experimentierfreudiger als in Deutschland. Also in Deutschland kenne ich eigentlich nur drei Leute, die so richtig in Sachen Queer Theology protestantisch oder katholisch unterwegs sind, also auch das heißt Bücher darüber geschrieben haben. Es gibt sicher viel mehr, die sich dafür interessieren, aber so richtig aktiv ist es, nicht meine Antwort, noch weniger. Also die kann man an drei Fingern einer Hand abzählen. Also das ist noch eine sehr, sehr neue Disziplin, wo es darum geht, nun in der Tat vielleicht die Sodom-Geschichte mal anders zu lesen. Vielleicht geht es ja um was anderes. Ne? Wahrscheinlich geht es um was anderes. Ne? Den Römerbrief kann man auch anders interpretieren. Ne? Auch da geht es vielleicht um andere Dinge. Also das, was wir anderswo auch gelernt haben, Kontextualisierungen zu leisten, sozusagen den Kern der Botschaft neu zu übersetzen in aktuelle Kontexte hinein, das muss hier noch ziemlich grundständig überhaupt erst erarbeitet werden. Also wie gesagt, so furchtbar viel gibt es da noch gar nicht. Jedenfalls im deutschsprachigen akademischen Bereich ist es sehr spärlich. Es gibt eben sogar allererste Spurenelemente einer Queer Theology im Islam. Ne? Da ist es noch mal vorsichtiger, aber neuerdings, es hat sich kürzlich eine islamische Organisation gegründet mit immerhin Zweigstellen in 10 Ländern, die das Thema LGBT in ihrem Mission Statement haben. Also in dem 10-Zeilen, dem sie vorstellen, also pro LGBT Muslime for progressive, Muslims for progressive values. Also auch das gibt's. Und es gibt einen wunderschönen Aufsatz eines aus Pakistan stammenden Moslems, der aber nicht in Pakistan lebt. Is green part of the rainbow? Ne? Der Regenbogen, ne, ist klar. Grün, die Farbe des Propheten. Seine Antwort, ja. Ne? Green is part of the rainbow. Also ne, da kriegen wir sozusagen neue Farbkombinationen hin. Also ja, Menschen lesen die Heiligen Schriften neu und nehmen dafür übrigens die Religionsfreiheit in Anspruch. Das finde ich eigentlich die interessante Sache. Religionsfreiheit kann ja auch ein Empowerment-Faktor in dieser Hinsicht sein. Die Religionsfreiheit kann natürlich auch in Anspruch genommen werden, zu Recht, auch von den Konservativen. Man kann die Religionsfreiheit nicht funktionalisieren, sozusagen für die progressiven theologischen Orientierungen. Aber oft ist es doch so, dass die bislang zum Schweigen gebrachten Stimmen, die alternativen Stimmen, faktisch von der Religionsfreiheit mehr haben können. Faktisch mehr, weil es für sie einen Sprung nach vorne bedeutet, sodass ich tatsächlich auch Synergien sehe, Synergiechancen sehe, zwischen Religionsfreiheit und LGBT-Rechten, ohne dass ich jetzt meine, das sei alles so einfach, aber von daher bin ich eben über diesen Fall Ladell und den Straßburger Spruch nicht besonders glücklich.
Das Thema wird auch enorm politisiert, das Thema LGBT-Rechte. Und zwar wird es vor allem von den Gegnern politisiert. Jetzt gar nicht so sehr von Lesben- und Schwulenverband. Klar, die haben auch ihre politische Agenda. Aber in der UNO, der lauteste, der sich dazu äußert, ist Putin. Na, im Moment. Russland, aber auch andere, das ist jetzt keineswegs ein Monopol eines Staates. Und man gewinnt den Eindruck, dass alte Debatten, die vor 20 Jahren noch geführt worden sind, unter den Vorzeichen, sind die Menschenrechte westlich oder sind sie universal, jetzt mit Fokussierung auf LGBT-Rechte neu inszeniert werden. Die alte Debatte, Menschenrechte nur westlich, die ist ein bisschen überlebt. Also die Menschenrechte haben sich doch zu stark durchgesetzt. Sie einfach nur als westlichen Kolonialen, Neokolonialismus abzutun, das ist nicht mehr sehr überzeugend, das funktioniert nicht mehr. Kommt in der UNO erstaunlich selten vor. Ich habe in den 5 Jahren meiner Tätigkeit als der Sonderberichterstatter im Fach Religionsfreiheit, wo ich ja wirklich auch weltweit unterwegs bin, dieses außerordentlich selten gehört. Viel seltener, als ich dachte. Ne? So allgemeine westliche Werte, aber wenn es um LGBT geht, da haben wir die alten Schlachtfelder. Westliches Import. Und dann sind eben manche daran interessiert, die ganze Menschenrechtsagenda auf diesen Punkt zusammenschnurren zu lassen. Da muss dann Putin nicht über Versammlungsfreiheit reden im Einzelnen. Ne? Fängt man sofort an, ja? We don't want these Western values, the gay rights of Europe, of decadent Europe, to be imported to our country. Ja? Das ist dann so die aggressive Rhetorik. Ja? Also man sofort sturstracks darauf zu. Um dann über Meinungsfreiheit und NGOs und Demonstrationsrecht und Journalismus und Minderheiten, religiöse Minderheiten gar nicht mehr reden zu müssen. Kann man dann beherzt sagen, wir sind dagegen und das Volk jubelt. Na, jedenfalls einige, viele leider, viele. Ne? Also das ist ein Spiel, es sind vor allem die Gegner der LGBT-Rights, aber manchmal auch die Gegner der Menschenrechte, die ja heute ja, nicht mehr so ganz offen sich zu ihrer Gegnerschaft bekennen wollen, die sich dieses Thema herausnehmen, um richtig zu politisieren, um richtig zu polarisieren und zu blockieren, damit über andere Dinge nicht mehr geredet wird. Und das ist sozusagen, ja, das ist ein schwieriges Thema. Es manifestiert sich jetzt seit kurzem in einer Debatte über traditional values, treibende Kraft ist Russland. Und unglücklicherweise nicht nur Russland als Staat, sondern die russisch-orthodoxe Kirche gleich mit. Ja. Der Vatikan hat natürlich auch leider wieder mal ein bisschen falsch reagiert und sehr viel Sympathie dafür zu erkennen gegeben. Es ist einigermaßen geschickt eingefädelt, traditional values. Also die Anti-Gender-Komponente ist nicht sozusagen unmittelbar erkennbar, aber es werden sozusagen neue Debattenlinien eröffnet, die ein Rollback einleiten können und in der Tat auch ein Instrument sind, Menschenrechte in Universalismus wieder etwas abzuwürgen. Ja, also da gibt es einiges zu sagen. Über diese traditional values, die sind überhaupt nicht traditional. Ne? Also ich meine, der traditionelle Umgang, ich komme ja aus dem rheinischen Katholizismus, da ist man besonders traditionell, ne? Also, ne? Da redet man nicht so genau drüber. Ne? Also mehr so zwischen den Zeilen, ja, und ja, es gibt sozusagen eine augenzwinkernde Halbtoleranz, ne? in manchen Traditionen, also es werden keine echte Anerkennung, kein echter Respekt, aber sozusagen eine augenzwinkernde Halbliberalität, eine gewisse Toleranz. Ne? Jeder Jeck ist anders. Das ist nicht richtig Respekt und so weiter. Ne? Also der traditionelle Umgang ist eher, den Mantel eines barmherzigen Schweigens darüber zu reden, solange die Fassade gewahrt werden kann. Und diejenigen, die jetzt dieses Thema politisieren, die gehen ja richtig mit einer Liebe zu pornografischen Details daran. Also richtig traditional ist das nicht. Also alles, das ist ein ziemlich komisches und durchsichtiges Konstrukt. Aber wie gesagt, manche gehen dem auf den Leim. Also diese Resolution, die Russland da eingespielt hat, hat leider eine Mehrheit gefunden. September 2012. Traditional values. Ja? Was die Diskussion jetzt nochmal weiter vergiftet hat. Ja, ich bin jetzt am Schluss und das geht in der Tat. Deshalb auch schnell, weil alles schon gesagt worden ist in den Vorreden. Ja, ich glaube... Schlussfolgerung, ich glaube, die Kirche hat hier in der Tat eine Menge zu tun, aber nicht nur aufzuarbeiten, sondern auch eine Menge Potenzial. Ich will es ins Positive wenden. Klar, die schwierige Christentumsgeschichte und Kirchengeschichte mit dem Thema, ja, die muss auch schon noch aufgearbeitet werden, da ist ja auch manches unterwegs. Und es gilt dann auch,
Konsistenz zu entwickeln. Das ist ja sozusagen innerkirchlich, da gibt es ja eine Menge Öffnungstendenzen. Also es ist ja nicht so, dass die Kirchen in Deutschland bei dem homophoben Lager wären. Es gibt eine Menge Bereitschaft, aber eben manches ist noch nicht so ganz klar. Konsistenz zu entwickeln im Gespräch, aber dann auch Brücken zu bauen. Und ich glaube, hier haben die Kirchen tatsächlich ein enormes Potenzial, auch deshalb oder gerade deshalb, weil sie auch ein Ohr doch haben für die Ängstlichen. Das Ohr sollte man nicht dicht machen. Also nicht alle Vorbehalte sind bösartig. Nicht jede Skepsis ist aggressiv homophob, manche ist es. Also sozusagen das Ohr haben für die Ängstlichen, aber gleichzeitig die Sympathie haben für die betroffenen LGBTI-Personen, das schafft, glaube ich, Brückenpotenzial in der Gesellschaft. Aber auch über die Gesellschaft hinaus, die Protestanten und die Orthodoxen, da gibt es noch viel zu debattieren und auch international in den entsprechenden Debatten. Ja, Glaube hat Kirche besonderes Potenzial, weshalb ich es wichtig finde, über dieses Thema nachzudenken. Dankeschön.